Du. Die Lichter raus, Lichter raus. Und jetzt werden die 50 Reserve, die wir immer da haben, eh alle sein. Gleich die nächsten Roboter. Also wir stellen ja immer nur so lange Solarpanels her, bis die Kiste voll ist. Und die Kiste ist, glaube ich, auf einen Stack beschränkt. Das könnten wir mal aufheben. Ich meine, wir haben ja eh genug Ressourcen. Das heißt, wir heben die Beschränkung auf bei den Akkus und bei den Solarpanels. Und dann können wir irgendwann mal richtig expandieren, was das angeht. Also du, bam. Du, bam. Und ihr könnt auch mal schneller arbeiten. Ihr habt kein Eisen, kein Kupfer und kein Stahl. Was ist hier los? Achso, weil die Kiste voll ist. Weil die Kiste voll ist. Ach, weißt du was? Mach das so. Woran hapert's? Batterien. Na gut. Dann gib mir doch bitte mal die da. 10 Stück. Und dann bauen wir jetzt mehr Batterie-Chemical Plants. Falsche Richtung. Da. Einfach hier noch 2 Stück davon hin, ne? Mach mal noch einen Blueprint. Mach mal einen Blueprint von den Kisten und den Ärmchen. Und setz das einfach dahin. Ja, das klingt gut. Und mach hier einfach die Rohre weiter. Shift rechts, Shift links, Shift links. Speed. Speed. Ja gut, das ist denn jetzt doch nicht ganz so aufwendig gewesen, wie ich dachte. Und verdoppelt mal eben unsere Batterieproduktion. Ah, das ist schick. Das heißt, ich könnte theoretisch hier nochmal 4 hinmachen. Ich mache also das Blueprint-Ding da kaputt. Setze das hier so hin. Und bapp das dahin. Jetzt muss ich nur meine Chemical Plants, die ich angeliefert bekommen habe, zurückschmeißen. Sind die überhaupt? Oh, haben wir keine. Bau mal 5 Stück. So, dann hätte ich auch ganz gerne wieder Rohre. Da, 50 Stück, ja. Und dann gucken wir mal, wie sich das da so entwickelt. Kisten und Ärmchen sind schon mal da. Chemical Plants fehlen, die kommen gleich. Rohranbindung ist auch da. Ja, sehr schön. Dann sollte das auch schneller gehen und damit dann die Produktion von Tränken schneller gehen, die Produktion von den Akkus schneller gehen und von den Solarpanels. Das heißt, wir können irgendwann richtig super duper expandieren und haben dann irgendwann so viel Akku und so viel Strom, dass wir uns über gar nichts mehr überhaupt irgendwie Sorgen machen müssen. Und da können wir immer die maximalen Geschwindigkeitsmodule reinhauen und kein Grün mehr. Gut, gut, gut. Das brauchst ganz schön lange dafür. Brech mal die Frames ab und die klauen wir uns irgendwo. Ach, können wir noch nicht. Das wollten wir eigentlich auch mal irgendwann machen. Hab ich dann nur verdrängt. So, Combat Robotics. Ich warte jetzt, glaube ich, echt mal ein bisschen. Was sagen die Tränke? Ich sehe 240 rote Tränke. Ich sehe keine grünen. Oder? Nee, ich sehe keine grünen Tränke. Ich sehe keine hellblauen Tränke. Das sollte sich erstmal ändern. Du. So, Shift rechts, Shift links und Speedmodule. Sehen wir Batterien inzwischen drin? Ne. Wird doch eine ganze Weile dauern, bis wir Batterien hier drin sehen werden. Weil die überall angefordert werden. Wir müssen die ganzen Kisten sich erstmal füllen. Shift rechts, Shift links, Shift links. Tu mal die da unten rein. Steuerung, Steuerung. Du kannst geleert werden. Und wo ich die Roboter gerade sehe, bau schön fleißig immer zwischendurch wieder die Roboter. Oh, und das ultimative Zerstörungsding. Bau das auch schon mal. Wir werden es nicht gleich setzen. Wir haben noch ein bisschen was zu tun vorher und zu testen. Aber das schon mal zu bauen, damit die Ressourcen gebunden sind in dem Ding und wir es nur noch setzen müssen, ist schon mal eine gute Idee. Wie lange brauchst du? Hatte ich erwähnt, dass sie das vielleicht erhöhen sollten mit der Baugeschwindigkeit von dir.
Und du stehst bitte nicht da unten, dann führst du mich nur in Verlockung, sondern bleibst da irgendwo im Inventar. Gut. Du dahin, Shift rechts, Shift links. Und Speed. Gut. Ja, die Tränke sammeln sich langsam. Grün hinkt immer noch hinterher. Das ist okay. Die können wir theoretisch rausschmeißen gleich. Ja. Weg, weg. Du dahin. Lampen brauchen wir nicht. Ruheports brauchen wir nicht. Wieso habe ich Züge im Inventar? Habe ich aus Versehen einen Zug abgebaut? Soll vorkommen. Weg, 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 weg. Ein Draht, ja super. Okay. Bau mal. Wir brauchen für die Marauder-Kapseln Destroyer-Kapseln. Bau Destroyer-Kapseln. Wir brauchen 4 Distractor-Kapseln. Oh, okay. Das heißt, wir müssten da wirklich eine Reihe bauen. Wir bräuchten eine Fabrik für die Defender, eine Fabrik für die Distractor, eine Fabrik für die Destroyer und für die Marauder. Du warst für irgendwas geplant, das weiß ich. Aber du warst für irgendwas geplant, was ich auf keinen Fall mehr bauen werde in dieser Staffel. Also, mach das mal so. Und dann bauen wir hier die Fabriken hin oder stellen hier die Fabriken ein für die Kampfroboter. So. Rein, 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 rein. Raus, 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 raus. Beschränken auf 2 Stacks. Alle beschränkt. Okay. Du stellst bitte her. Die Fenton. Oh nein. Wir brauchen die Piercing-Munition wieder. Mist. Die habe ich doch irgendwie zerstört oder so, ne? Gut. Also Piercing-Munition, grüne Chips und die da. Die da. Grüne Chips und Piercing-Munition. Oh Gott. Das heißt, wir müssten jetzt die Kiste hier unten zu einer gelben Kiste machen. Habe ich gerade gar nicht. Okay, zu einer Provider-Chest machen. Die Kiste da auflösen, damit die Sachen jetzt von Sanatar gebracht werden können. Und ich brauche eine Fabrik, die jetzt wieder Piercing-Munition herstellt. Das ist auch sehr komisch. Aber gut. Irgendwo in der Nähe von der Kristallmunitionsfabrik vielleicht. Wo auch immer die ist. Da. Nö. Und auch hier. Mach da. Da. Du stellst jetzt bitte hier Piercing-Munition. Brauchst Kupfer und Stahl für. Das ist ja leicht gemacht. Kupfer, Stahl. Ok, ok. Beschränk dich mal auf 4 Stacks. So, mach das schneller. So, das waren jetzt die ersten. Das waren die Defender-Kapsules. Dann kommen die Distractor. Die Distractor brauchen 4 Defender und 3 rote Chips. Also werden nachher richtig viele von diesen grünen brauchen, um denn die Tier 5 oder was Kampfroboter zu bauen. Das sind also noch rote Chips dazu. Rote Chips, keine 200, komm. So. Und die Defender. So. Und du bist jetzt die nächste Stufe. Du wärst die Destroyer. Brauch wieder 4 von der vorherigen und ein Stufe 1 Speed-Modul. Ah, interessant. Also du brauchst bitte den da. Und Modul Speed Stufe 1. Sollten wir 100 Stück irgendwo in der Kiste liegen haben. Ist okay. Und du wärst dann die letzte Stufe, die Marauder-Capsule mit ganz viel Text, weil es wahrscheinlich sehr viele sind, die auf einmal schießen haben. Brauch 4 Destroyer und Stufe 3 Modul für Speed. Okay. Oh, wir haben jetzt noch eine Sharpshooter-Capsule. Ja, nee, die will ich gerade gar nicht. Ich will erstmal nur die da. Und 3er Speed-Module. So, du arbeitest nicht, weil du keine Eisenzahnräder hast. Das ist verdächtig. Okay, du wirst ein bisschen aufgemotzt. So.
So. Hapert es am Reinlegen oder Rauslegen? Ich glaube am Reinlegen. Mach mal Shift. Nee. So, Shift rechts, Shift links. So. Jetzt sollten wir kein Problem mehr haben mit Zahnrädern, richtig? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Super. Geh wieder rüber hier hin. Also du bist am Arbeiten, arbeite schneller. Du bist am Arbeiten, arbeite schneller. Du arbeitest noch gar nicht, weil es irre lange dauern wird, bis genug Distractor-Kapseln da sind. Ja. Also es wurde schon mehrfach erwähnt, dass die Dinger echt irre geil sein sollen. Aber die müssen auch irre geil sein, wenn man bedenkt, wie viele Ressourcen die gerade fressen. Du da, du da. Ja. Ich bräuchte mehr von denen. Naja. Ich bräuchte hier wahrscheinlich auch noch welche davon. Mach mal so. So, Shift rechts, Shift links, Shift rechts, Shift links. So, und auch hier alles voll. Warum taucht immer wieder eins die Modul da auf und das wird nicht hier runter sortiert? Das ist komisch. Vielleicht, weil meine Roboter jetzt eine ungerade Traglastkapazität haben und immer ein zu viel mitnehmen, weil es eine ungerade Zahl ist und ich eine gerade Zahl anfordere? Könnte sein. Hm. Na gut, gucken wir mal, ob es jetzt hinhaut. Wir haben jetzt zwei, die die Defender-Kapseln herstellt. Nö. Okay. Ich bin flexibel. Shift rechts, Shift links. Bereiten wir mal einen großen Maßstab vor. Hm? Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Dann werden wir bald einen Bottleneck haben bei dem nächsten. Da werden wir davon mehr Fabriken brauchen, aber ich will ja eh erstmal nur testen. Das sollte also okay sein. Also Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Beschränkungen wären vielleicht nicht schlecht. So. Speed, 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 Speed. Alle ganz schnell. Jetzt wird wahrscheinlich die Piercing-Munitionsfabrik hinterherkommen oder so, aber sei es drum. Wir haben nicht genug rote Chips. Ich sehe keine roten Chips. Dum, 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 dum. Weil die produktiv sein wollen. Sei mal nicht mehr produktiv. Wie das jetzt läuft. Wir brauchen jetzt also mehr grüne Chips. Das heißt, eventuell müssten die unteren Fabriken auch mal wieder anfangen zu arbeiten. Ein Zustand, den wir schon recht lange nicht mehr hatten. Ja, die müssen verdammt gut sein, wenn sie echt so viele Ressourcen fressen. Also nicht nur die Dinger selber, sondern halt auch die Module, die man dafür braucht. Also Dreier-Speed-Module ist am Anfang und in der Mitte, so vom Tech-Tree quasi, nicht wirklich gut verträglich. So, zwei Marauder-Kapseln. Ich teste mal diese zwei Marauder-Kapseln, die ja schon ziemlich schweineteuer waren. Ich schmeiß die jetzt einfach in irgendeine Basis und gucke, was passiert. Karte? Da unten ist eine Basis. Eine relativ große Basis zugegeben, aber so teuer wie die sind, sollten die da schon ein bisschen was reißen. So, piu piu. Ach so, die folgen mir. Sieht nett aus, definitiv. Und kleine Würmer können sie nach 10 Sekunden auch kaputt hauen. Wird eine Weile dauern. Definitiv. Ja, also ich denke mal, die nächste Stufe könnte interessant werden. Jetzt die Stufe, die ich gerade getestet habe. Ah, ah. Da müsste ich 30.000 auswerfen, bevor sie annähernd den Schaden machen, den ich mache. Wobei ich aber auch verdammt viel Schaden mache. Muss man bedenken. Und die Munition für die Combat Shotgun hier ist, ne, auch um einiges teurer als die andere.
kaputt. War hier unten alles kaputt? Ja, nimm mal die A-Netzwerke mit. So, so, so. Das heißt, wir lassen die Maschine jetzt so lange laufen, bis wir mehrere Kisten voll haben mit den Marauder-Kapseln. Und forschen derweil schon mal an den Sharpshooter-Kapseln. Research. Die 800 lila Tränke, ich glaube, die werden wir nicht wuppen können. Also ich schmeiße jetzt die Erinnerfakt natürlich auch wieder rein, aber... N-n. Destroyer war vor Marauder, ne? Ja. Die da auch rein. Wie viele lila Tränke haben wir? 1500. Ja, die nächste Stufe wäre Frenzy Robots. Ja doch, das könnte hinkommen. Also 800 jetzt für die Sharpshooter. Und nochmal 800 für die Frenzies. Sind wir bei 1600. Das kommt fast genau hin. Und die werde ich dann aber wahrscheinlich von Hand herstellen. Ich guck mal ganz kurz, was die denn brauchen. Die Sharpshooter brauchen einfach nur Marauder und Speed. Und die da brauchen Sharpshooter und Marauder und Speed. Ja, okay. Und brauchen in der Herstellung 30 Zeiteinheiten. Könnten aber dauern im Spielinventar. Aber gut. So, wo war jetzt die Fabrik für die ganzen tödlichen Roboter? Hier. Das heißt, eventuell baue ich hier einen Teil von den Fabriken auch noch um. Ja. Also ich denke, ich sollte die Fabrik da zu einer von denen da machen. Das Ganze ein bisschen mehr staffeln, dass wir dann vier grüne haben, zwei lilane, zwei rosane 1, zwei rosane 2 und dann Sharpshooter und Marauder. Aber es ist echt, es ist richtig viel Ressourcen. Und Zeit. Ich meine, wir haben jetzt schon relativ schnelle Fabriken hier. Dich könnten wir mal schneller machen. Also wir haben schon relativ schnelle Fabriken und trotzdem, ne, haben wir jetzt in einer Viertelstunde 3 von den Kapseln hergestellt. Das reicht gerade mal, also zusammen mit den 2, die ich gerade weggeworfen habe, das reicht für einen Sharpshooter-Roboter. Also ich weiß nicht, selbst wenn wir die Combat Shotgun nicht so früh erforscht hätten und von vornherein auf Roboter gegangen wären, ich glaube, es wäre schlechter gewesen, wenn wir auf die Kampfroboter gegangen wären, als jetzt auf die Combat Shotgun. Also zugegeben, die Combat Shotgun und deren Munition herzustellen ist auch nicht gerade schön, wegen den Kristallen. Aber es geht gefühlt trotzdem schneller, damit Basen auszulöschen als mit den Robotern. Da muss ich gucken. Wenn wir den ersten Frenzy-Roboter haben und davon ein, zwei in eine Basis werfen und die Frenzy-Roboter schaffen das alleine komplett zu zerstören, und zwar schneller als ich das mit einer Combat Shotgun schaffe, dann sind sie es wert. Wenn nicht, dann nicht. Gut, was haben wir für die nächsten Folgen? Eventuell ein Zeitraffer. Damit wir hier genug Roboter gebaut haben. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also eventuell ein Zeitraffer, um dafür zu sorgen, dass die Fabriken genug Marauder hergestellt haben, damit wir die anderen Sachen herstellen können. Oder erstmal hier ein bisschen umbauen, dass wir schon mal Sharpshooter automatisieren, dass wir die... Ich hab den Namen immer nicht. Destroyer? Ne, Distractor. Dass wir hier eine zweite Distractor-Fabrik hinbauen. Allgemein vielleicht ein paar mehr von den schnelleren Fabriken. Und dann gucken wir mal weiter. Falls euch noch was einfällt, was ihr gerne sehen würdet vor dem Ende der Staffel, bitte möglichst schnell in die Kommentare schreiben, damit ich es noch mitbekomme. Weil ich hänge ja immer so 2-3 Tage hinterher von dem, was ihr seht. Also, ja, ihr wisst, glaube ich, inzwischen, was ich meine. Bis gleich.